Das ist auch krass. Da unten steht, diese Einstellung betrifft nur den Controller, ne? Aber hier steht bei B Wahrnehmung und hier steht nirgends Wahrnehmung. Muss ich mal kurz doch nochmal ins Training gehen und schauen, ob sich das arg anders anfühlt oder ob das so klar geht. You're training with me. I won't be letting up. Ich glaube schon, ja. Was geht ab, Dev? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Mann? Das geht voll klar. Boah, das ist ja mega krass. War gerade ein bisschen Ruhe. Ja, ich habe alles verschoben. Ich werde jetzt einfach, werde die nächsten Tage nichts anderes machen, als das Spiel zu spielen. Jetzt gerade versuche ich überhaupt erstmal zu verstehen, wie es funktioniert, weil es nämlich doch gar nicht so leicht ist. Wie ist die Klopperei brutal? Also wirklich, es ist mega krass. Es ist einfach gut geworden. Bis jetzt gefällt es mir sehr gut. Es ist schwer. Es sieht halt pervers aus. Aber es ist mega geil. Wenn man frontal angegriffen wird. Genau, und was machen wir dann, wenn wir von hinten angegriffen werden? Tempo ausweichen. Was? Okay. Stehst du bitte auf? Hier haben wir wieder einen Bug. Dein Arsch wiggle wiggle wiggelt. Boah, das Timing ist aber auch echt ganz schön eng. Boah, Alter. Das fühlt sich bis jetzt ganz gut an, glaube ich. Super Konter. Was ist los?
Hä? Was? This is it. Master, go! Nice. Komm, schlag mich los. Oder geht. Jo, viel Spaß, viel Erfolg, schnelles Gelingen am besten. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich könnte es jetzt noch ewig rumprobieren, aber ich werde es jetzt nehmen und ich werde jetzt einfach so versuchen, gegen Samastin zu kämpfen und schauen, ob ich es vielleicht hinkriege. Let's take a peek, shall we, Lord Mirrors? Oh. Alter. Maxi. Ich habe einfach gerade geschrieben. Ich habe dir einfach gerade eben geschrieben. Okay, let's do this thing. Ja, ich hab's nicht abgeschickt, ich wollte nur... Hä, ich dachte, ich hab's... Hä? Doch, ein bisschen Hungi habe ich geschrieben. Bye bye, Goku. Oh Gott. Ich habe jetzt die Steuerung umgestellt. Weiß ich noch nicht. Kommt erst jetzt. Your mind is too small. Your kind is incapable of understanding the grandeur of my success and the glory of my cause. It's like staring into the sun. You cannot see. The vast beauty of my being overwhelms you. For I am a breed apart and divine. Jetzt habe ich übrigens nicht geschaut, wie der Rache-Konter ging. Scheiße. Den eigentlich noch. So, bewegen, fliegen, aufsteigen, sinken. Da und das Sprint. Ist das der Standard-Schwierigkeitsgrad? Yes. Aber es ging bis jetzt die ganze Zeit. Erst jetzt kriege ich richtig auf die Fresse. Also es kam zwischendurch schon mal vor, dass ich mal kassiert habe und so, aber nicht, dass ich halt fünfmal hintereinander kassiert habe oder nicht mal ein bisschen vorankommen. Huh!
mind is too small. Your kind is incapable of understanding the grandeur of my success and the glory of my cause. It's like staring into the sun. You cannot see. Aber das ist eine Sache, die mich wirklich wütend macht. Also ohne Scheiß jetzt mal. Dieses, dass er sich hinter mich portet und ich nichts tun kann. Beziehungsweise ich nicht check, was ich tun soll. Rex, bist du jetzt schon bei Black Goku, oder was? Gesetzt. Ich bin schon im Ultra-Instinkt. Aber nur wegen der Arbeit. Achso, ich habe gedacht, weil du gerade gesagt hast, dass es sich echt so anfühlt wie gegen Black Goku. Dachte ich, du hast da... Aber du... Achso, scheiße. Ich mache das jetzt einfach auf die Asoziale. Mir egal. Was soll ich tun? Es stimmt aber, ja. Es, okay, man hat das Gefühl, aber das Problem ist, es fühlt sich eher so an, als wäre das unmöglich. Weil wenn du halt nichts dagegen tun kannst, wenn du von hinten attackiert wirst und er einfach nicht aufhört, dir in den Rücken zu ballern, so laut schreien, dass dir blonde goldene Haare wachsen, das wäre krass, ja. Also wenn er nicht aufhört, dir in den Rücken zu ballern, dann kannst du halt nichts tun. Es ist halt einfach nicht, also es ist einfach unfair, so. Das ist quasi wie wenn jemand bei Tekken die ganze Zeit nur den gleichen Move macht. Das ist halt einfach dumm. Und nicht auf die, ich sehe dumm aus. Gut, sondern dumm. Eben, Atlantis, das ist mein Gedanke. Es muss ja was geben, was man dagegen machen kann. Aber ich finde nichts. Rex, also was da hilft, ist einfach immer die harten Schläge, also immer halten. Also ich habe den, das ist übel dreckig, also ich habe den, ich glaube beim zweiten Versuch habe ich ihn auch tot gehabt, weil ich halt einfach dann kam im Jahr und so, ne? Mit dem Block bekommst du trotzdem in den Rücken oder kannst du nicht blocken, weil du zu dieser Zeit in der Angriff, ne, ich kann nicht, kann, wenn ich blocke und er von hinten angreift, dann kriege ich auf den Rücken. Daher schon gefragt, ob ich irgendwie meinen Char upgraden muss. Das habe ich auch gerade eben gedacht. Ich habe da immer den Sparking Mode benutzt. That reminds me. Anyone seen Launch around lately? Was ist der Sparking Mode? Ach so, na, das ist der Sparking Mode. Okay, also der Ultimate quasi, wenn du im Ultimate Modus bist, wenn du full loaded bist. Stimmt, da geht das dann, ja.
Let's take a peek, shall we, Lord Beerus? Okay, let's do this thing! Vielleicht sollte ich doch noch mal kurz ins Training gehen und gucken, ob da irgendwas drin ist. Ich glaube, uns macht es nur so aggressiv, weil wir das nicht erwartet haben. Nee, das, also wirklich, mich regt das wirklich nicht auf, weil ich verliere, sondern weil ich einfach bis jetzt keine Möglichkeit gesehen habe, was dagegen, gegen diese eine Sache zu tun. Sobald ich weiß, was ich gegen dieses von hinten machen kann, ist es okay. Dann ist das schwer, weißt du, was ich meine? Aber so ist es einfach nur unfair. Deswegen muss ich jetzt einfach herausfinden, was kann ich tun, um eben das von hinten irgendwie auszukontern oder wenigstens da nicht ganz so reinzuscheißen. Und dann okay. Dann kannst du mich auch aggro machen, aber das macht mich dann nicht auf diese asoziale, weißt du, dieses unfair aggro. Ich habe da einfach kein, ich hab einfach keinen Bock auf einen unfairen Scheiß. So. Es muss ja eine Möglichkeit geben, das irgendwie auszukontern. Gibt's hundertprozentig auch. Kennen sie nur noch nicht. Fortgeschrittene Konter, vielleicht ist es hier drin. Z-Konter, was ist das? Mhm. Ach so, okay. Hallo, mach doch. Moin Moin an alle und Hallöchen. Dogen Zainsamer kann leider nicht hören. Bin im Zug, schaue ich aber zu. Also ich glaube... Ja, Alter, das Timing auch massiv. Ja. Nee, Digga, ist das Timing ist so... Das ist wirklich ein enges Zeitfenster. Z-Konter Einsätze. Was ist mit den Einsätzen soll? Stoße dagegen und zurückführe einen Folgeangriff aus und führe einen zum Z-Konter passenden Konter aus. Stoße deinen Gegner zurück, führe einen Folgeangriff auf, führe einen zum Z-Konter passenden Konter aus. Wie war das nochmal? Ich frage mich, ob man das Blocken auch mit aufgeladenen Schlägen durchbrechen kann. Kontermechanik sieht schon sehr schwer aus. Kontermechanik ist... Achso, er hört mich nicht, ne? Das wäre natürlich cool. Dankeschön, Maxi. So. Schneller umsteigen. Bis später. So, also im Endeffekt...